Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balchrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Implantatstiftung Schweiz, die Beratungsinstanz für Zahnimplantate. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin. Schön, jung, erfolgreich und engagiert. Das ist Ex-Miss Schweiz Dominik Rinderknecht. Sie hat eine unheilbare Krankheit, Rheumatoide Arthritis. Von dieser Krankheit lässt sie sich allerdings nicht einschränken. Wie macht sie das? Das erzählt sie heute bei uns in der Sendung. Grüezi miteinander, das ist Gesundheit heute. Dominik Rinderknecht ist eine von 70'000 Menschen in der Schweiz mit Rheumatoider Arthritis. Mit 23 Jahren wurde Dominik Rinderknecht zur schönsten Schweizerin erkoren. Dabei wusste sie bereits, dass die starken Schmerzen in ihren Handgelenken von Rheumatoider Arthritis stammen. Denn die Diagnose erhielt sie bereits mit 20. Ich habe am Anfang einfach gedacht, das sei von einer Überbelastung oder so und habe mir da eigentlich nichts Schlimmes überlegt. Und als ich dann wirklich die Diagnose bekommen habe, hat mich das schon recht schockiert. Weil, wenn es dann auf einmal heisst, du hast eine Krankheit, die nicht heilbar ist, die dich wird wahrscheinlich das Leben lang begleiten wird, die man vielleicht in den Griff bekommen kann, aber auch das ist nicht garantiert. Ja, das ist schon noch recht krass. Nebst ihrer Tätigkeit als Model repräsentiert Dominik Rinderknecht Marken und moderiert Shows. Glücklicherweise spricht sie gut auf die Medikamente an und hat momentan kaum Beschwerden. Ihre Erkrankung an rheumatoider Arthritis schränkt sie daher zurzeit nicht ein. Ihre Bekanntheit nutzt sie, indem sie sich als Botschafterin für die Rheumaliga engagiert. Sich verletzlich oder gar mit Handicap zu zeigen, wird derzeit sogar in der unerbittlichen Modewelt akzeptiert. Super, das ist ja gar kein Hindernisgrund, weil wir haben ja gesehen, bei den Shows vom Frühjahr, Sommer 2016 ist ein Model mit Down-Syndrom über den Catwalk gegangen und das war absolut positiv und jegliches Feedback ist auf Begeisterung gestoßen. Also ich würde sagen, kein Problem. Konkret kann ich Mut machen, Betroffene. Ich kann vielleicht eine Inspiration oder vielleicht auch ein Vorbild sein in gewissen Hinsichten, wie man mit so etwas umgehen kann. Ich kann aber auch Informationen geben, ich kann sensibilisieren, auch bei den Leuten, die das nicht haben, dass es das gibt. Ich kann zeigen, wo kann man sich melden. Ja, das sind so die Aufgaben. Um dem Fortschreiten der Erkrankung entgegenzuwirken, hat sich Dominik Rinderknecht nebst der medikamentösen Behandlung auch mentale Unterstützung von einer Kinesiologin geholt. Zudem treibt sie regelmäßig Sport und achtet auf eine gesunde Ernährung. Ich weiss zum Beispiel, sagen wir jetzt Weisswein und so Sachen, das ist halt jetzt nicht unbedingt ideal für Rheuma. Wobei ich jetzt das mittlerweile auch wieder ab und zu trinke, weil ich es halt, das ist auch kein Blöde, wenn du es in den Griff bekommst, wirst du dann ein bisschen nachlässiger mit gewissen Sachen. Aber ich finde, das darf auch sein, weil ich meine, ich lebe auch, ich will einfach Mensch sein. Obwohl der weitere Verlauf der Krankheit ungewiss bleibt, hadert Dominik Rinderknecht nicht mit ihrem Schicksal. Dominik Rinderknecht, wir gehen gerade hier über zum Dr. Adrian Tschure. Ja. Frau Rinderknecht, solange man beschwerdefrei ist, kann man positiv sein. Oder spüren Sie etwas von der rheumatoiden Arthritis? Zum Glück nicht mehr. Seit ich die Basismedikamente angefangen habe, vor irgendwie 3-4 Jahren, seitdem nicht mehr. Und ich habe Gott sei Dank keine Nebenwirkungen. Also Sie vertragen die Medikamente auch sehr gut. Herr Tschuria, was ist eigentlich die Ursache von rheumatoider Arthritis? Die genaue Ursache kennt man nicht. Man geht davon aus, dass es eine Dysregulation, eine Störung des Immunsystems ist. Und wieso das passiert, weiß man eben nicht, haben Sie gerade gesagt. Jetzt Dominik Rinderknecht ist eine sehr junge Frau. Ist das normal? Man hat immer das Gefühl, rheumatoide Arthritis betrifft eher ältere Menschen. Es ist nichts Außergewöhnliches. Die Häufigkeit ist vor allem bei zwischen dem 25. und dem 50. Lebensjahr. Sie haben die Diagnose mit 17 schon gekriegt. Gibt es denn
Ich habe mit 17 die ersten Symptome und mit 20 die Diagnose gekriegt. Also, doch noch eigentlich eine lange Zeit, bis man dann herausgefunden hat, was los ist. Gibt es in der Familie Betroffene? Nein, nicht in der Form, die ich habe. Nein. Ist Vererbbarkeit ein Thema? Also vererbt sich das von einer Generation in die andere? Es gibt eine genetische Komponente, aber vor allem auch verschiedene Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen. Ja. Tatsache, dass Sie die Krankheit haben, können Sie das quasi gut wegstecken? Oder wie lebt man damit? Ja, es ist ein Prozess. Am Anfang war es schon recht schwierig. Am Anfang habe ich es sehr verdrängt, als ich es erfahren habe. Und nachher, dann findet man sich damit ab. Nachher ist es ein riesiges Thema geworden in meinem Leben. Und das ist eben auch nicht unbedingt gut. Ich hatte nachher auch ziemlich viele Schwankungen gehabt, ziemlich viele akute Fälle gehabt. Wahrscheinlich, weil das so präsent war. Und habe nachher aber auch psychologisch mir Unterstützung geholt. Und das hat mir extrem viel gebracht, neben dem Medikament, dass das eben nicht mehr so einen grossen Stellenwert in meinem Leben angenommen hat. Mhm. Ja. Dass Sie quasi können das akzeptieren, ist ein Teil davon, damit umgehen. Interessant ist auch, dass Frauen häufiger betroffen sind wie Männer. Warum? Es gibt sicher eine genetische Ursache, aber auch hormonelle Faktoren, die eine Rolle spielen. Ja. Jetzt wollen wir noch genauer anschauen und wissen, was in den Gelenken passiert, wenn man rheumatoide Arthritis hat. In der Regel beginnt die Krankheit im Bereich der Hände. Zum Beispiel kann das Handgelenk betroffen sein oder auch die Grundgelenke oder die Mittelgelenke der Finger. Wir sehen zum Beispiel bei diesem Patienten, wie die Mittelgelenke stark geschwollen sind. Hier ist eine Grafik eines Gelenkes, eines kleinen Fingergelenkes. Wir sehen die Schwellung des Gelenkes, den Knochen und den darüber liegenden Knorpel. Es kommt zu einer Aktivierung der Immunzellen, welche entzündliche Botenstoffe produzieren. Diese führen zur Entzündung im Bereich der Gelenkschleimhaut, die wuchert und dann ihrerseits zu einer Zerstörung des Knorpels und des darunter liegenden Knochens führt. Wenn man die Krankheit nicht behandelt, führt die fortschreitende Entzündung zu einer Zerstörung der Gelenke und zu typischen Gelenkdeformationen. Die Veränderungen kann man auch im Röntgenbild nachweisen. Hier im Frühstadium eine kleine Veränderung an diesem Fingergelenk. Wir nennen das eine Erosion. Und wenn die Krankheit fortschreitet, sieht man dann eine vollständige Zerstörung einzelner Fingergelenke, wenn man zum Beispiel hier mit einem fast normalen Gelenk vergleicht. Je früher man die Behandlung beginnt, desto besser ist das Ansprechen und auch die Aussicht, dass es zu keiner Zerstörung der Gelenke kommt. Es ist doch eine ernste Sache, die rheumatoide Arthritis. Macht das einem auch ein bisschen Angst oder Bedenken oder Beunruhigung? Ich bin jetzt eher die Person, Angst finde ich immer so ein, finde ich nichts Gutes. Ich habe Angst nicht im Leben. Es gibt sicher Herausforderungen, es gibt Sachen, die einen beschäftigen. Klar, es ist immer im Hinterkopf. Und, also nein, nicht immer im Hinterkopf. Ich versuche mir das eigentlich nicht immer im Hinterkopf zu haben. Aber es beschäftigt einen, vor allem dann, wenn es halt akut ist. Und ja, es begleitet einen im Leben. Und man kann vielleicht Respekt haben vor so etwas, aber Angst habe ich nicht. Nein. Das ist eigentlich eine gute Haltung, Herr Giuria. Sehr eine gute Haltung, ja. Was kann man denn von der Behandlung erwarten? Wie funktioniert die? Es geht darum, das Immunsystem etwas zu unterdrücken, damit die Entzündung weggeht und so einerseits die Schmerzen gelindert werden und vor allem aber auch die Gelenkzerstörung verhindert wird. Heute sieht man ja zum Glück nicht mehr so viele Menschen mit vor allem den betroffenen Händen. Ist das, weil die Behandlung früher ist oder weil sie besser ist? Beides. Wir behandeln viel früher. Und die Medikamente sind deutlich besser. Man hat riesen Fortschritte bei der Medikamentenbehandlung gemacht. Ja. Mhm. Sie müssen jeden Tag Medikamente nehmen. Ist das einfach? Ist das für Sie einfach eine normale Routine? Und wie vertragen Sie das? Vertragen tue ich es gut, Gott sei Dank. Ich habe keine Nebenwirkungen und auch nicht irgendwie mit dem Magen oder so Beschwerden. Aber nein, es ist nicht so einfach. Weil, also wenn es einem gut geht, dann tut man eigentlich gerne es vergessen. Und dann die Tabletten nicht mehr nehmen, sozusagen. Das habe ich mir aber abgewöhnt, ziemlich schnell, weil
eben, man sollte das schon ernst nehmen, weil es ist vor allem, wenn man Medikamente nimmt, das hat ja sehr lang geht, bis die Wirkung nachher bis die Wirkung da ist. Und von dem her nehme ich das eigentlich recht ernst. Ich habe das auf meinem Brünneli und nehme das wirklich am Morgen und am Abend. Und klar, es ist manchmal am Morgen, habe ich so die Tabletten in der Hand und denke so, okay, schön zum Morgen, irgendwie jenste Tabletten. Ja. Aber es ist wichtig und eigentlich macht sie auch das sehr, sehr gut. Frühe Erkennung ist ebenso wichtig. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, man sollte sich rasch melden, wenn man als junge Person über Gelenkschmerzen und vor allem eine Morgensteifigkeit klagt. Mhm. Muss man sagen, es ist eine lebenslange Krankheit, das heisst lebenslange Therapie? Das ist so. Es ist eine chronische Krankheit und mit einer langen Behandlung verbunden. Sobald man die Medikamente absetzt, würde die Krankheit wiederkommen. Wichtig ist aber, dass man das richtige Medikament hat, das langfristig dann gegeben werden kann, ohne dass Nebenwirkungen auftreten. Mhm. Müssen Sie häufig in Kontrolle? Ja, so alle 3 Monate. Einfach das Blut kontrollieren, weil, ja, zum Schauen, erstens mal, ob man Entzündungen hat. Aber das merke ich meistens selber besser, als bevor sie überhaupt Blutwert zeigen. Und dann auch vielleicht, also ich weiß gar nicht, ich glaube einfach wegen der Blutkörper, ob die sich verändert. Ja. Können Sie mir gerade erklären? Es geht um die Medikamentennebenwirkungen, die man nicht sofort spüren würde, die man aber frühzeitig im Blut sehen würde. Also es wird alles bestens kontrolliert. Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich und auch Ihnen vielen Dank, dass Sie da waren. Danke. Manchmal entwickelt sich die Krankheit aber schlimmer und dann muss man neue Behandlungen finden und das ist gar nicht immer so einfach. Früher hat sie selber viel Sport getrieben. Heute unterstützt Barbara Kipfer mit großem Engagement ihre Fußballmannschaft, den FC Baden. Vor mehr als 20 Jahren nahm sie die ersten Beschwerden in den Gelenken wahr. Am Anfang war es so, dass sie einfach steife Gelenke hatte. Zum Teil auch geschwollen. Und ich einfach auch nicht so recht gewusst habe, was ist das? Es stellte sich heraus, dass sie an rheumatoider Arthritis litt. Zeitweise wurden die Beschwerden so stark, dass sie nicht mehr arbeiten konnte. Sie verlor ihre Stelle. Sie sagen mir, ob das wehtut. Vor 3 Jahren fand Barbara Kipfer den Weg in die Universitätsklinik Balgrist zu Dr. Bettina Weiß. Die Rheumatologin untersucht regelmäßig jedes einzelne Gelenk der Patientin. Aufgrund der systematischen Erfassung lassen sich Verlauf der Krankheit und Einstellung der Medikation exakt verfolgen. Ich gucke einerseits, ob das Gelenk wahrscheinlich entzündet ist, weil es auf den Druck mit Schmerz reagiert. Und andererseits gucke ich, ob es so entzündet ist, dass sich tatsächlich ein Gelenkerguss, also Wasser, in dem Gelenk bildet. Seit einiger Zeit braucht Barbara Kipfer ein neues Medikament, welches das Fortschreiten der Krankheit aufhalten soll. Jeden Monat muss sie sich deshalb eine Spritze verabreichen lassen. Die heutige Ultraschalluntersuchung zeigt den Erfolg. Das Medikament ist zwar teuer, aber auch hochwirksam. Alles, was auf dem Bild ganz hell ist, das ist Knochen. Und wie so eine Schwalbe sieht man das Gelenk. Und darüber sieht man Gelenkflüssigkeit und dann darüber die Gelenkkapsel. Jetzt würden wir noch ein Gelenk, wo wir vorhin schon den Verdacht hatten, dass da möglicherweise doch noch Entzündung drin ist. Und da fällt einem schon auf, dass die Weiße, also die Knochenstruktur, sehr viel unregelmäßiger ist. Und da sehe ich jetzt tatsächlich auch vermehrte Durchblutung. Ich kann beobachten, dass seit wir das Biologikum eingesetzt haben, die Entzündungshöhe einerseits und andererseits auch die schubartig auftretenden Schmerzsituationen, dass das viel, viel weniger geworden ist. Dadurch konnte Barbara Kipfer endlich neuen Mut schöpfen. Ich habe dadurch natürlich auch mehr Lebensqualität, weil ich auch eben morgen besser jetzt zum Beispiel zum Bett auskommen oder besser kann schon arbeiten oder was auch immer. Beruflich hat sich die Kauffrau selbstständig gemacht und betreut in der Freizeit mit Leib und Seele ihren FC Baden.
Frau Weiss, die Biologika sind sehr, sehr wirksam, aber sie sind auch teuer. Wer kriegt die und zahlt die Krankenkasse? Also es ist so, dass wenn man sieht, dass man die Erkrankung mit den herkömmlichen Basistherapeutika, die man schon lange kennt, nützlicher Frist, das heißt schon innerhalb des ersten halben Jahres, nicht ausreichend kontrollieren kann, dann wird man bei der Krankenkasse einen Antrag stellen auf die Übernahme dieser Biologika. Weil, wie Sie gesagt haben, die sind sehr teuer. Das heißt, es ist auch nicht was, was ich einfach auf den Rezeptblock schreiben kann, was auch bestimmte Voraussetzungen von der Patientenseite her erfordert. Und deswegen muss ich das beantragen. Und bleiben die so wirksam über lange Zeit oder gewöhnt man sich da auch dran? Da gibt es unterschiedliche Verläufe. In der Regel sieht man relativ rasch, dass sie wirken. Und meistens bleibt die Wirkung auch sehr lange erhalten. Mhm. Es gibt Patienten, die darauf nicht oder nur teilweise ansprechen. Da muss ich dann mir überlegen, auch zu wechseln. Gott sei Dank haben wir da heute viele Möglichkeiten, auch des Wechsels. Bei rheumatoider Arthritis spielt auch die Ernährung eine große Rolle. Was weiß man darüber? Man weiß, dass die Ernährung wichtig ist, einerseits, weil sie für die ganze westliche Welt, die die Tendenz hat, übergewichtig zu sein, wichtig ist, aber auch, weil man weiß, dass die rheumatoide Arthritis vermehrt mit Erkrankungen des Herz-Kreislaufs einhergeht. Und insofern muss ich da besonders Risikofaktoren besonders vermeiden. Das heißt Übergewicht, aber auch erhöhte Fette, die ein Risiko an sich für wieder kardiovaskuläre Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, sollte ich möglichst auch ernährungsmäßig angehen können. Also eine mediterrane Ernährung wäre es quasi auf den Punkt gebracht. Ein anderes Thema, Rauchen ist für Menschen mit rheumatoider Arthritis sehr gefährlich. Warum? Einerseits, weil das Rauchen das Auftreten der rheumatoiden Arthritis wahrscheinlich fördert. Andererseits, weil man weiß, dass Medikamente bei entzündlichen Erkrankungen bei Rauchern schlechter ansprechen als bei den Patienten, die nicht rauchen. Was war das Fazit zum Thema rheumatoide Arthritis? Fazit zur rheumatoiden Arthritis wäre, dass man möglichst frühzeitig sie erfasst, frühzeitig behandelt und dem Patienten Mut macht, dass sie mit einer adäquaten Behandlung ein gutes Leben haben können. Dankeschön vielmals, Frau Wiss. Die Rheumaliga hat spannende Broschüren auch über rheumatoide Arthritis. Sie können es bei der Rheumaliga abstellen oder bei uns auf der Webseite herunterladen. Der Walter Bernet hat Myositis. Das ist eine entzündliche Krankheit der Muskulatur. Der Dr. Albert Wettstein hat ihn jetzt besucht, um über neue schmerzlindernde Massnahmen zu reden. Walter Bernet ist teilweise gelähmt. Er leidet seit 12 Jahren an einer Myositis. Dabei greift sein eigenes Immunsystem die Muskeln an und zerstört sie. In letzter Zeit wurde die Krankheit immer schlimmer. Der ehemalige Hotelier kann kaum noch schlucken. Auch diese Muskeln sind betroffen. Deshalb ist der 83-Jährige in einer Reha-Klinik. Hier lernt er, mit der Krankheit umzugehen. Zufrieden ist er trotzdem nicht. Darum hat er Dr. Wettstein kontaktiert. Ich besuche jetzt den Herrn Bernet, der in einer Reha-Klinik ist, wegen einer schweren Muskelkrankheit, die ihn lähmen tut. Ich will schauen, wie es ihm geht und was man machen könnte. Herein. Grüezi, Herr Bernet. Grüezi, Herr Doktor. Sie haben ja schon seit etwa 12 Jahren die Muskelentzündung. Ja. Was plagen Sie jetzt vor allem? Also die grosse Behinderung ist, dass ich nicht mehr laufen kann. Einfach der Oberschenkel, der macht nichts mehr. Mhm. Und dann die Schluckbeschwerden. Und das Auge noch. Aber das hängt alles zusammen mit der Myositis. Also das Lied ist eine Art wie gelähmt, he? Ja. Ja. Und darum müssen Sie den Kopf hinterher. Ja, man muss immer ein bisschen aufheben. Und was ist jetzt in letzter Zeit neu dazugekommen? Was hat sich verschlechtert? Schluckbeschwerden hat sich in letzter Zeit stark verschlechtert. Und das ist eben das Gefährliche, weil wenn man sich verschluckt, dann kann man eine Lungenentzündung geben, die sehr schlimm sein kann. Ja. Wie machen Sie das Schlucktraining? Was müssen Sie da machen? Ich muss zuerst einmal so machen und dann den Kopf haben und dann muss ich schlucken.
wenn der Kopf da unten ist. Wenn er da oben ist, kann man nicht schlucken. Mhm. Dann geht der Speichel nicht runter. Mhm. Und die Nacht muss er halt rausgehen. Jawohl. Wie müssen Sie die Nahrung bearbeiten, damit Sie sich optimal ernähren können? Ich komme jedes Mal eine Sozierung über zum Essen. Und dann geht es gut. Sie müssen also befürchten, eine Art fast wie ein Brei machen? Wenn er will, ja, ja. Jawohl. Und wie ist es mit der Flüssigkeit? Klares Wasser oder Tee? Ich trinke immer Most. Und das geht gut? Das geht gut. Ich muss aber aufpassen, dass ich mich nicht verschlucken. Eben, sonst können Sie husten. Ja, ja. Genau. Und dann muss ich husten eine halbe Stunde lang. Ja, das ist eben die Gefahr. Und darum ist es ganz wichtig, dass Sie vor allem breiige Nahrung, die geht am leichtesten runter. Die Gefahr ist gross bei Trocknem, ja, und bei ganz, ganz Flüssigem. Ja. Das ist am gefährlichsten. Ich empfehle Herrn Bernet eine dritte Behandlung von seiner Autoimmunkrankheit mit Infusionen einmal pro Monat von Antikörpern von Blutspendern, soll sein Immunsystem dazu verleitet werden, nicht mehr Antikörper gegen Muskeln zu bilden, und so sollen sich die Muskeln erholen. Bei 11 Patienten mit Schluckstörungen bei seiner Krankheit, wo man das gemacht hat, haben sich 8 so gut erholt, dass sie keine Probleme mit Schlucken hatten. Das wünsche ich Herrn Bernet auch. Praktisch alle Leute kennen Kopfweh. Woher Kopfschmerzen allerdings kommen, das ist wenig bekannt. Darum macht jeder etwas anderes dagegen. Das ist schon schwierig. Ich nehme Schmerztabletten. Oder jetzt zum Beispiel gerade habe ich so noch Nackenschmerzen, da habe ich das Wärmepflaster geholt am Wochenende. Da gehe ich meistens raus, wenn es geht. Oder ich nehme eine Ivo. Ja, zuerst mal probieren entspannen. Und wenn es dann nicht hilft, dann nehme ich Tabletten. Ich konzentriere mich zunächst mal und versuche es wegzukriegen. Mit Bauchweh kann ich umgehen. Da weiß ich, das hat was mit dem Darm zu tun, das kriege ich in den Griff. Medikamente nehme ich keine. Nehme ich ein Schmerzmittel? Also, ja, ich versuche herauszufinden, woher das kommt, und versuche das zu behandeln. Kopfschmerzen müssen abgeklärt und behandelt werden. Weil es gibt verschiedene Kopfweharten. Führen Sie ein Kopfweh-Tagebuch, so sehen Sie, was der Auslöser ist von Ihren Kopfschmerzen. Die meisten Patienten haben Spannungskopfschmerzen. Magnesium lindert die muskulären Verspannungen. Vitamin B-Komplex lindert ebenfalls die muskulären Verspannungen und tut Nerven stärken. Pfefferminzöl können Sie beim Schlafen und im Stirnbereich einmassieren, und somit werden die muskulären Verspannungen gelöst. Und sie haben weniger Spannungskopfschmerzen. Das war's für heute. Machen Sie es gut und adieu miteinander. Bei Zahnimplantaten gibt es große Unterschiede. Zum einen im Material, zum anderen in der Methodik. Mehr dazu nächste Woche. Basler Zeitung zeigte Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat, Implantatstiftung Schweiz, die Beratungsinstanz für Zahnimplantate, Interpharma, Forschung für ein besseres Leben, Topfarm, Ihr Gesundheitscoach, und Violier, mehr als Labormedizin.